Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Forza Motorsport von und mit mir Gentleman MG. Ja Leute, ich würde sagen, es wird wieder Zeit, weiter an unserer Karriere zu arbeiten und von daher lasst uns direkt mal reinspringen und an der Stelle weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und dann beenden wir nämlich hier bei der modernen Tour für den Sport gebaut. Da fehlt uns doch genau eine Veranstaltung. Sorry, und das ist Mugello und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt. Let's go, Leute. So, springen wir direkt mal rein. Ja, super, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer an der Stelle, ihr wisst, lasst mir bitte ein Like da, einen Daumen nach oben. Das hilft mir sehr, sehr viel weiter und sorgt dafür, dass ich euch weiterhin mit Videos versorgen kann, Leute. So, Mugello Circuit, Gesamtstrecke. Jetzt gucken wir mal. Wir wählen das aus. Leistungstechnisch hatten wir soweit ja schon alles gemacht. Wir gehen mal auf Weiter und springen dann mal direkt in unser Training rein. Ja, wir haben hier drei Trainingsrunden vor uns. Oh, das ist aber eine schöne lange Strecke. Das ist eine Schikane. Wir gucken es uns einfach mal an. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid, dass ihr mitfahrt. Und jetzt würde ich mal sagen, rein da und mal gucken, wie es denn heute so läuft, Leute. Die Außenbahn der Kurven mit Gummiabrieb der Reifen aller Teilnehmer bedeckt sein. Berücksichtige das, bevor du versuchst, langsameren Verkehr zu überholen. Hey, ihr habt's gehört. Alles klar, da ist er, unser Supra. Ich muss sagen, wir starten mal ins Training rein, ne? So Leute, auf geht's. Wir haben ja viel vor uns. Und rein da. Uiuiui, was war das denn? Irgendwie wollte er gerade nicht reagieren. Okay. Wie das nun mal so ist, Komfort passiert. Alles kein Thema. So, wir haben tatsächlich in Autostufe 19 zwischenzeitlich durch die fünf bisherigen Rennen. Und auch Trainingsrunden dazu natürlich, ja. Das heißt, wir fahren auch weiterhin immer schön unsere Trainingsrunden. Zum einen, um die Strecken kennenzulernen, alles andere fände ich einfach unsinnig. Und zum zweiten möchte ich auch ungern die dadurch zusammenkommenden Autostufen verlieren, ja. Weil das macht ganz schön was aus, ja. Von daher, Trainings gehören für mich einfach immer dazu. Deswegen bleiben wir da auch gerne bei, ne? So. Ah, ich merke heute Morgen, wir haben schon nicht genügend Kaffee getrunken, ihr Lieben. Hab noch nicht so das Feeling, aber dazu fahren wir ja gerade auch Training, ja? Um hier nicht eiskalt ins Rennen reinzuspringen, ja? Das wäre dann nämlich doch nicht so toll. Ja, wir sind nach wie vor mit unserem Toyota Supra unterwegs, den wir ja, wie gerade schon gesagt, mittlerweile auf Autostufe 19 hochgefahren haben und auch schon einiges an Tuning-Teile eingesteckt haben, um eben das Fahrzeug tatsächlich ein bisschen zu verbessern. Jetzt haben wir gerade Stufe 20 erreicht. Das ist super, das ist schon ganz schön viel, finde ich, ja. Ja, und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das hier so läuft. Auch hier der Hintergrund finde ich super. Wetterbedingungen scheinen auch einigermaßen gut zu sein. Zumindest hier im Training. Wie es dann später im eigentlichen Rennen wird, müssen wir dann natürlich mal sehen, Leute, ja? Ja, und dann schauen wir doch einfach mal, wie wir denn hier so mit unserer Platzierung heute zurechtkommen und zurande kommen, ne? Ich glaube, in der Gesamtwertung, ich habe tatsächlich nicht geschaut, waren wir auf P4 oder P5. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, sehen wir aber ja nach dem Rennen sowieso. P4 oder P5 ist unsere Gesamtplatzierung. Ich glaube, damit können wir ganz zufrieden sein. Wie gesagt, ich wollte auch jetzt nicht die Rennen zu einfach machen, deswegen lassen wir das tatsächlich auch so. Ja, ich möchte ungern die Gegnerstufe vereinfachen,
oder weitere Fahrhilfen aktivieren. Ich glaube, das lassen wir alles so, wie es ist. Das ist ganz okay so, ja? Ich hoffe, da teilt ihr meine Meinung. So, wir sind doch schon in Runde 2 angekommen, wie ich sehe. Sind sehr lange Runden hier, tatsächlich. Ist eine lange Strecke, die man uns hier gesteckt hat. Soweit, aber ganz gut. Sieht ganz okay aus. Fährt sich auch nicht schlecht. Und ja, schauen wir mal. Ne? Also ich habe nach wie vor Spaß an dem Spiel. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten in den ersten Episoden, wo eben auch die Steuerung einfach nicht so gepasst hat und. Passt jetzt eigentlich alles recht gut, ja. Ich habe da gar nicht mehr viel zu meckern und von daher ist jetzt natürlich auch wesentlich mehr Spaß und Freude dabei bei den Fahrten. Ne? Deswegen möchte ich auch unbedingt mit euch zusammen hier unseren Karrieremodus vorantreiben und einfach mal schauen. Oh, wie Kollision. So, dann hat der Penner mich gerade angerempelt von hinten. Habt ihr das gesehen? Das war ja jetzt mal überhaupt nicht mein Verschulden. Ich hoffe, er kriegt eine Strafe dafür. Ja, von daher gucken wir uns einfach mal an, wie weit wir es denn im Karrieremodus bringen. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Like da, wenn euch dieser Content gefällt, damit ihr weitere Episoden bekommt. Haut mir auch gerne auf die Glocke und lasst mir ein Abo da, damit ihr über weitere Episoden immer automatisch informiert werdet. Aktuell kommen die Episoden zu Forza Motorsport von mir immer täglich um Punkt 17 Uhr. Ja? Und damit die Episoden eben nicht zu lange werden, weil da hat man sich tatsächlich zu Recht beschwert, machen wir immer jeweils ein Training und ein Rennen pro Episode in unserem Let's Play. Ja, das ist so der aktuelle Ablauf. Und da sind wir auch schon auf Level 21. Also ihr seht, ich möchte gar nicht wissen, wie weit unser Auto wäre, wenn wir die ganzen Trainings übersprungen hätten. Allein in diesem Training haben wir jetzt schon wieder 2 Level gemacht, ja. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Wie gesagt, ich reg mich da immer ein bisschen drüber auf. Sorry, Leute. Weil ich überhaupt nicht verstehen kann, warum so viele so heiß darauf sind, irgendwelche Lücken und Tricks zu finden, einfach vorgesehene Teile einer Gesamtspielerfahrung zu überspringen oder auszulassen. Ich meine, man profitiert doch nicht davon. Wie gesagt, die Praxis fehlt, um die Strecke kennenzulernen, die ganzen Erfahrungspunkte, um das Auto hochzuleveln, das geht einem doch alles verloren. Ich sehe einfach den Sinn und Zweck hinter dem Ganzen nicht, aber okay, das muss ja jeder selbst wissen, ne? Wer sich den Spielspaß halt versaut, muss das halt für sich machen. Wir machen es, wie gesagt, nicht und deswegen auch hier gerne nochmal der Hinweis, solch derart geartete Videos werdet ihr niemals auf meinem Kanal finden, wo ich zu solchen Dingen Tipps gebe. Sehe ich einfach keinen Sinn drin. Da gibt es andere YouTuber, die sich gerne dadurch Klicks zusammengeiern, indem sie euch ganz stolz mit solchen Informationen versorgen. Naja. Jedem das Seine. So, ich schaue mal kurz in die Kaffeetasse, wie spät das ist. Denn wir haben unser Training erfolgreich absolviert, Leute. So, dann würde ich sagen, wir beenden das Training. Da kommen wir auch schon in der Boxengasse an. Doch ein paar Schrammen. Also, dass der mich von hinten gerammt hat, fand ich ein bisschen unschön. Ne? Aber nun ja, Leute, so ist das manchmal. Ne? Ich fahre nicht alle rücksichtsvoll. So,
Ich würde sagen, genau zum Rennen. Da wollen wir hin. Der Wagen passt soweit. Wir gehen wieder auf die 9. Wie immer. Stellen noch entsprechend den Sprit gleich ein. 24,5 Grad Celsius. Es ist 6.45 Uhr. Okay. So, wir gehen mal kurz zu Kraftstoff und Verbrauch. 94%. Ey, da will man uns hier so mit Sprit voll ballern. Ich würde sagen, 5 Runden hat das Hauptrennen. Wir nehmen Treibstoff für 6 Runden mit. Das sollte passen, Leute. Richtig? Genau. Seht ihr auch so. Ich weiß. Da würde ich sagen, wir gehen zum Rennen. Auf geht's, Leute. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ganze heil und vernünftig nach Hause bringen mit unserem schicken Supra. Okay, let's go. 2, 1, go, go, go. Ja, wie immer, der Rennbeginn, ne? Erstmal versuchen hier alles relativ heile zu überstehen, ohne in großartig in Kollisionen verwickelt zu werden, ja. Sagte er, und dann hat es auch schon ein bisschen gekitzelt, aber das war jetzt nichts Wildes, ja. Das ist einfach ganz normales Gerangel bei Rennbeginn. So. Soundtechnisch finde ich es tatsächlich schon sehr gut umgesetzt hier im Forza Motorsport, ja. Die Wagen hören sich meiner Meinung nach sehr gut an. Na komm, okay. 5 Runden verbleibender Kraftstoff, jawohl, das passt so. Wir fahren ja auch insgesamt nur 5 Runden, ne? Von daher ist das schon in Ordnung so. Ja, ich habe heute tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, meine Bremspunkte zu finden. Aber okay, so ist das. Bin ja nun mal kein professioneller Fahrer, ne? Ich bin auch keiner der Streamer, die hier offline 200 Runden gefühlt fahren, um euch dann im Stream den Eindruck eines perfekten Rennens zu vermitteln, sondern bei mir seid ihr bei allem live dabei. So behalten wir das auch bei. So, einmal hier rum. Hier schiebt es ein bisschen, das erinnere ich mich noch dran, genau. Okay, dann haben wir die Gerade. Ja, dann haben wir auch die erste Runde tatsächlich schon wieder abgeschlossen. Und Autostufe 22, Leute. Wie gesagt, mal eben ein Like da lassen, ja. Ihr habt kurz Zeit dazu. Danke, danke dafür. Eieiei, da bin ich fast ein bisschen schnell in die Kurve geflogen. Das kann tatsächlich gefährlich werden. Runde 2 von 5. Soweit keine besonderen Vorkommnisse. Geht's. Der nächste kurze gerade Stück.
Also die Bremskraft passt jetzt ganz gut von dem Wagen inzwischen, den wir da ja ein bisschen rumgebastelt haben. Weil das war ja am Anfang der Katastrophe mit dem Supra hier. Der wollte ja überhaupt nicht so bremsen, wie ich das gerne hätte. Aber inzwischen passt das ganz gut. Okay, und da sind wir wieder auf der langen Gerade. Ja, dann geht's auch schon gleich in die dritte Runde, Leute. Soweit noch unbeschadet. Toi, toi, toi. Jawohl, noch drei Runden. Und wir sind noch unbeschadet dabei. Ja, tatsächlich ordentlich lange Runden. Mein lieber Mann. Krass, krass. Ich meine, ist nicht schlimm. Gottes Willen, ich beschwere mich nicht. Ich sag nur, ist auffällig. Ne? Manche Rennen sind tatsächlich, sag mal, extrem kurz. Und das hier ist eine richtig ordentlich lange Rennstrecke. Ne? Also hier hast du ein bisschen was zu fahren, bis du so eine Runde absolviert hast. Ist halt nach wie vor mit dem Supra, ihr erinnert euch von den vorherigen Rennen, der ist ein bisschen, ja, man muss mit Gefühl dran gehen. Also bei dem Gas geben in den Kurven ist nach wie vor gefährlich. Ne? Also der ist dann ruckzuck, möchte der dann in eine andere Richtung. Ne? Wow, Autostufe 23, also auch da merkt man jetzt gerade die tatsächlich lange Rennstrecke. Wir machen hier gerade richtig Level mit unserem Auto. Aber das ist ja positiv, um Gottes Willen, weil wir kriegen dann natürlich auch wieder Punkte, die wir in den Wagen stecken können, ne? So, und wir gehen auf die lange Gerade und nähern uns auch schon der vierten Runde, Leute. Bisher weiterhin unbeschadet. Toi, toi, toi. So wollen wir das sehen. So mögen wir das. Und da müssen wir auch schon wieder voll in die Eisen. Soweit, so gut. Ich habe auch erst gestern wieder irgendetwas gelesen mit Problemen, die viele Spieler mit Forza Motorsport haben, weil wohl Fortschritte nicht gespeichert werden oder das Spiel dann einfriert. Also da muss ich sagen, auch da, toi toi toi, habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Also bei mir läuft es bisher seit dem ersten Tag problemlos. Ich habe noch keine Spielabstürze gehabt. Ich habe noch keinen verlorenen Fortschritt. Toi, toi, toi. Ne? Hoffen wir mal, dass die da diese diversen Problemchen zügig noch beheben können, damit da alle endlich mit Genuss fahren können. Ja? Das ist natürlich ärgerlich, besonders wenn du irgendwie, sag ich mal, ein richtig gutes Rennen fährst. Und dann wird dein Fortschritt nicht gespeichert, ja. Du musst das Ganze nochmal machen. Das ist natürlich schon ärgerlich. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Ich würde mich da auch ärgern. Und Murphys Gesetz ist ja nun mal so, immer gerade dann, wenn man ein gutes Ergebnis erzielt hat, dann passieren ja solche Missgeschicke, ne, vom Spiel. Ist ja nur leider so. So, ihr Lieben, wir gucken mal. Runde 4 von 5. Die Sonne steht auch inzwischen ein bisschen anders, wie wir sehen. Ne?
Und wir gehen wieder auf die lange Gerade und nähern uns der letzten Runde, ihr Lieben. Und gleich, 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 gleich. Jawohl, wir sind in der letzten Runde angekommen. Soweit weiterhin unbeschadet. Toi, toi, toi. Drückt mir auf den Daumen nach oben, um mir Glück zu wünschen. Damit das auch weiterhin so bleibt. Ich bin natürlich immer froh, wenn wir ein Rennen unbeschadet abschließen können. Keine Dreher, keine Unfälle, keine Crashs, kein Nichts. So. Ja, die Reifen sind tatsächlich jetzt auch nicht mehr so, ne? Ich meine, wir sind jetzt schon ein bisschen was gefahren. Level 24, ja super. Also das freut mich total. Den Wagen haben wir richtig, richtig hochgelevelt durch das Training und dieses Rennen. So. Okay. Alles klar. Langgezogene Kurve. Okay, soweit so gut. Hier können wir wieder ein bisschen schneiden. Ja, Leute, ich bin soweit, also mit dem Rennen absolut zufrieden. Also wirklich jetzt, es ist überhaupt nichts passiert. Wie gut, okay, die üblichen Anfangsrangeleien, ne? Das kennt man ja bei Rennbeginn, wenn jeder sich mit Gewalt noch eine Position sichern will. Aber ansonsten, wir haben uns direkt von vornherein auf P7 gesetzt und das tatsächlich auch, wie man sieht, bis zum Schluss gehalten. Soweit war ich mit dem Rennen super zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Genau, wir sind auf P7 gelandet, wir gehen mal auf Fortsetzen und wir sind, wie wir sehen, in der Gesamtwertung immer noch auf P5 mit 102 Punkten. Das ist natürlich sehr, sehr knapp, ne? Ist total schade. Hätte gar nicht so viel gefehlt bis P3, aber nun denn, so ist das. Da ist sogar noch ein Toyota Supra vor uns, seht ihr das? Okay, Leute, lief super, ich bin absolut zufrieden. Hab da gar nicht viel zu meckern. Wir kriegen, oh, Fahrerstufe 20 inzwischen, super, kriegen nochmal 27.200 Credits dazu und eine Medaillentrophäe. Glückwunsch, Sie haben Medaillentrophäe für den 5. Platz in der für den Sport gebaut Serie erhalten. Außerdem erhalten Sie 5.000 Credits. Na, die nehmen wir da auch gerne mit, ne? So, Belohnung freigeschaltet, die Power Tour, das ist super, das heißt, wir haben wieder neuen Content bekommen, den wir gemeinsam fahren können. Und wir haben auch Fahrerstufe 20 erreicht. Das war wohl auch nochmal ein Erfolg. Ja, super, Leute. Ich bin absolut zufrieden. Ich würde sagen, das hat gepasst. Wir haben unser Training in unser Rennen gemeinsam erfolgreich abgeschlossen. Wir haben diese Serie beendet. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, lasst mir ein Like da. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Und wir sehen uns dann direkt in der nächsten Episode, wenn wir die nächste Veranstaltung beginnen. Bis dahin, ciao, ciao, Leute. Tschüssi.